Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer. Ich bin wieder dazu gekommen, über die Schuhe zu berichten. Und heute ist es eine Firma Braco. Und so einen Schuh davon habe ich mir gekauft. Ist eine spanische Firma. Und sie verspricht uns ein sehr umweltfreundliches Produkt. Wenn es für euch interessant ist, bleibt mit mir weiter. Es geht los. So, erstmal zeige ich euch den Karton. Der sieht so aus. Rot-bräunlich mit der ganzen Beschreibung der Firma. Die Firma kommt aus dem Jahre 87, ist eine sehr junge Firma, muss ich sagen. Hier könnt ihr auch lesen, dass die sich nur mit Naturprodukten, Naturmaterialien beschäftigen und auch sehr umweltfreundlich sind. Und dazu finde ich ja sehr toll, sehr wichtig, dass sie die Kartons auch aus dem recycelten Papier machen. Steht auch, dass hier alles Chrome-Files-Leder ist, so alle Schuhe, die gemacht werden, und die werden in Spanien gemacht. So, an dem Schuh hing so ein Label, und zwar hier steht auf dieser Seite zum Beispiel, was die Firma uns verspricht, und zwar 100% Nature, chromfreies Produkt, ohne schädlichen Kleber, antiallergisch. Alle Obermaterialien sind aus echtem Leder. Die versprechen uns auch die rausnehmbare Sohle und natürlich, dass die Firma an Komfort denkt. Auf der anderen Seite von diesem Label, ich habe den nämlich extra aufgehoben, damit ich euch das alles zeigen und erzählen kann. Hier sind ja einige Hinweise, wie man die Schuhe richtig pflegen kann. Und zwar steht hier zum Beispiel, dass man den Schuh, wenn der den Glanz verliert, so ein bisschen mit weichem Tuch aufpolieren sollte. Oder zum Beispiel, wenn der Schuh nass wird, muss man so mit dem Papier ausstopfen und mit dem Tuch auch trocknen, um dass der Schuh auch nicht im freien Licht längere Zeit stehen sollte. Ja, also die Hinweise sind super. Also für diejenigen, die sich mit Schuhen vielleicht mal nicht super auskennen oder irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht wirklich Schuhe pflegen können, so nicht die Kenntnisse dafür haben, ist es schon eine wichtige Information. Dann steht hier auf diesem Etikett, dass Obermaterial Leder ist, dass das Innenmaterial auch Leder ist und dass die Sohle aus einem Kunststoff besteht. Hier steht genauso wie auf dem Karton, den ich davor gezeigt habe, steht, dass alles halt aus chromfreiem Leder besteht und dass die Sohle rausnehmbar ist. Eigentlich ein schönes Etikett, wo wir erfahren, was der Schuh aus sich darstellt. So, Braco steht für auffälliges Design und Bequemlichkeit. Steht auch auf dem Karton, dass die anatomisch geformt sind. Ja, zu dem ersten Punkt, zu dem Design kann ich sagen, ja, wirklich, die sehen super aus, die sind super auffällig, die Schuhe. Ich wurde darauf so oft angesprochen, als ich die Schuhe anhatte, ihr könnt das nicht glauben, die Schuhe fallen wirklich sofort ins Auge. Das ist einfach eine visuelle Bombe. Ja, im Laden, wo ich die gekauft habe, habe ich ganz was anderes gesucht und dann habe ich den Schuh gesehen. Ich habe mich sofort auf den ersten Blick verliebt und dann wollte ich ohne diesen Schuh nicht mehr aus dem Laden rausgehen. Genau dieses Modell hat ein sehr mädchenhaftes Blumenmuster und hat eine richtig derbe, freche Military-Form, was einen visuell einfach umhaut. Wirklich, es ist ein richtiger Eye-Catcher, wie ihr sehen könnt. Allgemein Braco arbeitet mit unterschiedlichen Lederarten, Lederkombinationen und setzt einzigartige Akzente in Form Ösen oder Knöpfen, Reißverschlüssen oder Stickereien. Das gleiche Modell habe ich zum Beispiel schon mal gesehen, komplett mit Stickereien verziert. Ich komme auf meinen Schuh wieder zurück. Das strukturierte Leder hat ein florales Muster und weiß-braun-graue Farbtöne auch. Das Modell heißt Military und sieht dementsprechend aus. Es hat einen mittelhohen Schaft, Schnürung vorne und einen Reißverschluss an der Seite. Die Vorderkappe ist rund, die Sohle hat ein deutliches Profil und ist aus Gummi. Laut dem Hersteller ist das Leder chromfrei gegerbt. Das Innenfutter ist ebenfalls echtes Leder im dunkelroten Ton. Jetzt
erzähle ich von dem Schuh, wie er sich am Tragen benimmt. Und zwar, der hat diese Schnürung vorne. Klar, man kann dann mit dem Reißverschluss auf und zu machen, aber diese Schnürung vorne ist sehr praktisch, weil man die ein bisschen auseinanderziehen kann, wenn die Füße ein bisschen dicker sind oder wenn die Füße zum Beispiel ein bisschen anschwellen. Ist voll praktisch. So, in diesem vorderen Bereich, wie ihr sehen könnt, so die Kappe ist rund und die Zehen haben genug Platz vorne. Das ist sehr wichtig und der Schuh passt nicht nur für einen normalen Fuß, so ein mittlerer Fuß ist überhaupt gar kein Thema für den Schuh. Auch mit einem ein wenig dickeren Fuß kann man den Schuh auch gut haben. Ich denke, die Probleme können diejenigen haben, die sehr schmale Füße haben, weil der Schuh wirklich ziemlich weit auch hier vorne geschnitten ist. Man kann ja das natürlich im Laden noch ausprobieren, so dadurch dass der Schuh auch diese Schnürung vorne hat, man kann dann auch noch ein bisschen strammer ziehen. Kann sein natürlich, dass die Leute mit schmaleren Füßen auch keine Probleme damit haben. Ja, genau, so beim Gehen ist die Sohle, so diese Gummisohle, sehr weich. Ich muss sagen, dieser Absatz, den merkt man fast kaum, obwohl er ja schon, ja, so, ich habe hier jetzt kein Lineal dabei, aber ich denke, so 3,5 cm ist der auf jeden Fall. Die Sohle ist sehr dick und wenn es ein bisschen kalt draußen ist, kommt die Kälte auch nicht unbedingt sofort hier von unten. Und wenn es ein bisschen glatt ist, ist das Profil auch derb genug, um nicht sofort auszurutschen. Ja, was kann ich noch über den Schuh erzählen? Und zwar, der Hersteller verspricht uns eine herausnehmbare Sohle, ist wirklich so, ist in genau in dem Ton wie das ganze Innenfutter auch, in diesem dunklen roten Ton. Ist super weich, besteht aus einem Schaumstoff und hat ein Fußbett, ja, kein richtig ausgeprägtes Fußbett, aber ist ja schon anatomisch geformt. Das finde ich schon mal sehr schön. Auch zum Trocken, so wenn die Schuhe, ja klar, ist nicht unbedingt, aber wenn die mal nass werden, wenn ihr zum Beispiel auch da drin so ein bisschen schwitzt, dann kann man die Sohle rausnehmen und dann die auch getrennt trocknen lassen und wieder reinlegen. Das ist schon mal gut. Und wenn im Winter zum Beispiel der Schuh ein bisschen zu kalt ist, ja, also natürlich im Verhältnis für Deutschland. Ich sag nicht, irgendwo in einem kalten Land wird es natürlich im Winter nicht so ganz praktisch, aber im Winter in Deutschland kann man den Schuh auch mit einer dickeren Wollsohle oder so ausstatten und dann kommt die Kälte von unten auch nicht mehr so schnell durch. Was ich über den Schuh noch erzählen kann, es ist ja natürlich ein super weiches Leder, nur als der Schuh noch neu war, war das Leder noch ein bisschen steif und ich muss sagen, hier an dem Knöchel hat es mir weh getan und hier könnt ihr auch sehen, so diese Falten, so hier war mein Knöchel und diese Falten haben mir in das Knöchel so richtig reingeschnitten. Jetzt mittlerweile ist das Leder so weich geworden, wirklich handschuhweich, dass ich diese Stelle nicht mehr merke. Aber beim Einlaufen müsst ihr einfach Geduld haben, das wird. Und ich wollte über diese Falten, Gehfalten vorne erzählen. Bei diesem Schuh zum Beispiel sieht man diese Falten fast gar nicht. Der Schuh, obwohl ich den wirklich viel getragen habe, in meinem Instagram-Account könnt ihr bestimmt sehen, ich war sehr oft mit dem Schuh auf den Fotos. Bei dem Schuh könnt ihr sehen, es gibt fast gar keine Falten. Bei dem linken Schuh ist es ein bisschen mehr ausgeprägt. Hier könnt ihr sehen, dass die Falte richtig dolle geworden ist. Ja klar, hier bei dem Knöchel war die gleiche Geschichte. Ja, ich finde das nicht so schlimm, weil der Schuh auch so derb ist und so ein getragener Look ist ja eigentlich, stört dem Schuh gar nicht. Daher finde ich das gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich habe fast keine Mängel festgestellt, als ich den Schuh getragen habe. Ich trage den auch weiter. Ist in diesem Winter fast, ja, ich habe jetzt viele Lieblinge, aber der war wirklich mein Begleiter durch den Herbst. Auch durch die Farbe, durch seinen Look, zu allen Outfits hat er super gepasst.
Ja, wie gesagt, keine Mängel beim Tragen, außer dass das Leder ein bisschen hart am Knöchel war. Sonst ein super Schuh. Ich wollte noch kurz erzählen, wozu ich diesen Schuh getragen habe. In meinem Instagram-Account könnt ihr bestimmt ja einige Outfits sehen. Ich habe den Schuh sehr gerne zu den femininen Outfits getragen. Und zwar zu kurzen Kleider oder Röcken, auch ganz schön ausgestellt und ein derber Military Schuh am Fuß, das sah super aus. Ich habe den auch zu unterschiedlichen Hosen getragen, aus Cord oder auch ganz normale Jeanshosen, auch in unterschiedlichen Farben. Das passt alles zusammen. Wenn man zum Beispiel eine Wiederholung als Schal oder ein großes Accessoire wie eine Tasche auch dabei hat, in dem ungefähr in dem Farbton, auch es reicht, wenn die Wiederholung in Form eines Gürtels zum Beispiel im Outfit ist. Ich habe den auch zu einem Mantel getragen, zu einem bisschen Oversize-Mantel. Und auch ganz große Grundschals und ganz normale Schals in unterschiedlichen Herbsttönen. Zum Beispiel in Bordeaux mochte ich ganz gerne. Ich habe die Farbe auch zum Rot kombiniert oder zum Dunkelblau. Wie gesagt, die Schuhe passen sich perfekt zu ganz vielen Sachen an. Und wenn sie im Outfit eine Wiederholung irgendwo habt, dann ist es noch besser. Ja, das war so gesehen alles von mir heute über den Schuh. Ich bin begeistert von dieser Marke auf der ersten Linie, weil die Marke für mich neu ist. Ich bin trotzdem super zufrieden mit dem Schuh, wie er sich benimmt. Und ich bin auf jeden Fall dankbar der Firma Braco, dass die existieren und dass sie für uns so schöne Schuhe machen. Ja. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr werdet mit mir bleiben, abonniert diesen Kanal und dann bis zum nächsten Mal.